Kleidung made in. Dieses Video zeigt euch den Weg einer Jeans von der Herstellung bis zur, ja, wohin eigentlich? Jeans kennt ihr bestimmt von unterschiedlichen Produkten wie Rucksäcken, Mützen, Gürteln, Hosen, Jacken, alles Mögliche. Überall scheint die Jeans angekommen zu sein. Bloß wo kommt sie nun her? An dem Beispiel einer Jeans wird nun gezeigt, welche Schritte sie bei der Produktion durchläuft und wie viele Kilometer sie dabei zurücklegt. Der Weg einer Jeans. Wir beginnen in Indien und in Indien wird Baumwolle angebaut und Baumwolle geerntet. Die geerntete Baumwolle wird dann nicht in Indien weiterverarbeitet, sondern wird dann über einen Weg in die Türkei gebracht. Aus der Baumwolle wird dann in der Türkei das Garn gesponnen. Der zurückgelegte Weg von Indien in die Türkei liegt dabei bei 4800 Kilometer. Aus der Türkei wird das Garn nach China gebracht und dort wird es dann gefärbt. Der Weg von der Türkei nach China sind weitere 10.200 Kilometer, sodass wir dann auf insgesamt 15.000 Kilometer kommen. Von China geht es dann nach Polen und dort wird das Garn, das gefärbte, gewoben. Der insgesamt zurückgelegte Weg liegt schon bei 27.000 Kilometern. Aus Polen geht es dann nach Frankreich, wo dann das Anbringen der Waschanleitungen und der Nieten sowie anderen Sachen passiert. Unsere Jeans hat jetzt schon 28.600 Kilometer zurückgelegt. Von dort geht es nun weiter auf die Philippinen. Wie ihr seht, werden dort die Stoffe zusammengenäht. Und der insgesamt zurückgelegte Weg beträgt schon jetzt 42.300 Kilometer. Von den Philippinen geht es dann nach Griechenland, wo die Stoffe gewaschen werden. Zum Beispiel mit dem Verfahren des Stonewashings. 54.000 Kilometer haben wir jetzt schon zurückgelegt und nun kommt die Jeans endlich nach Deutschland, wo sie erstmal getragen wird. Der Weg von Griechenland hat uns dann zusätzlich noch weitere Kilometer beschafft, sodass wir jetzt bei einem insgesamten Weg von 56.300 Kilometern sind. Ist die Jeans aus unserer Sicht nicht mehr zum Tragen geeignet, wird sie in die Altkleidersammlung gebracht und dann beispielsweise in den Niederlanden gesammelt. Dabei wurden jetzt weitere rund 800 Kilometer zurückgelegt. Die gespendeten Jeans gelangen dann über Wege, zum Beispiel bis nach Ghana, wo sie dann wieder als Jeans auf unterschiedlichen Märkten auftauchen. Der insgesamt zurückgelegte Weg liegt nun bei 64.000 Kilometern. Mithilfe der roten Linien erkennt ihr nun nochmal den komplett zurückgelegten Weg einer Jeans. Wir starten in Indien, gehen in die Türkei, von dort nach China. Aus China gelangt die Jeans nach Polen, von Polen nach Frankreich und von Frankreich auf die Philippinen. Von den Philippinen geht es nach Griechenland und aus Griechenland geht es dann nach Deutschland. In Deutschland wird die Jeans getragen und nach dem Tragen dann gespendet und gelangt über Spendenwege in die Niederlande. Aus den Niederlanden gelangt sie dann unter anderem nach Ghana, nach Afrika und wird dort weitergetragen. Drückt am besten jetzt gleich auf Pause und dann habt ihr nochmal die Aufgabenstellung, lest sie euch einzeln durch und erarbeitet sie. Falls etwas unklar ist, spult einfach nochmal zurück, drückt auch dort auf Pause und schreibt euch die nötigen Informationen einfach ab. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag.